Warum deine Waden einfach nicht wachsen wollen. Du hast sicherlich schon mal gehört, dass Waden super viel Genetik sind. Und tatsächlich gibt es einige Daten, die exakt darauf hindeuten. So haben Trappe und Kollegen in einer Studie die Proteinsynthese nach einem harten Wadentraining in der Wadenmuskulatur gemessen, also den Prozess, bei dem schlussendlich Muskulatur aufgebaut wird. Aber wie haben die denn überhaupt trainiert? Das Training bestand aus drei verschiedenen Wadenübungen, einmal im Sitzen, einmal im Liegen, also mit gestrecktem und gebeugtem Knie, mit jeweils 4 Sätzen à 15 Wiederholungen. Aber das Ergebnis war schon recht ernüchternd, weil die Proteinsynthesenaktivierung sich nun mal stark in Grenzen hielt. Vergleicht man diese Erhöhung zum Beispiel mit gängigen Werten, die nach einem Quad-Training zu erwarten wären, dann wird man feststellen, dass der Oberschenkelmuskel einfach viel besser auf einen Trainingsreiz zu reagieren scheint als die Wadenmuskulatur. Dennoch sollten dir zwei Dinge definitiv Hoffnung machen. In dieser Studie hat man nur die Proteinsynthese im Soleusmuskel gemessen. Die Wade besteht aber neben dem Soleus auch noch aus dem Gastrocnemius und vielleicht reagiert dieser etwas besser auf einen möglichen Trainingsreiz. Und selbst wenn nicht, immerhin tut sich überhaupt was. Es hätte ja auch sein können, dass die Proteinsynthese sich gar nicht erhöht. Deine Waden wachsen also, aber im schlimmsten Fall einfach ein bisschen langsamer. Und bevor wir zu Trainingsmethoden kommen, um deinen Wadenwachstum auf das nächste Level bringen zu können, wenn du diesen Kanal hier supporten möchtest oder wenn du einfach nur die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben willst, dann findest du den Link dazu in der Beschreibung. ivosportsil.de und mit dem Code ZEP bekommst du wie gewohnt den allergrößten Rabatt. Eine Trainingsmethode, die du aber auf jeden Fall ausprobieren kannst, sind Teilwiederholungen in der gedehnten Position. Also nicht das hier, was ich hier gerade vormache, das sind nämlich Wiederholungen mit Full Range of Motion. Viel eher ist die Wiederholung dann beendet, wenn du aus der maximalen Dehnung in eine, ich sag mal, neutrale Fußposition kommst. Denn eine brandneue Studie, die erst letzten Monat rausgekommen ist, konnte hier erstmalig zeigen, dass Teilwiederholungen auch hier extrem effektiv zu sein scheinen. Dazu haben die Forscher rund um Cassiano und Kollegen ihre Probanden in drei verschiedenen Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe führte Wadenheben mit der gesamten Range of Motion aus und zwei andere Gruppen machten jeweils Teilwiederholungen, entweder im Bereich der Kontraktion oder eben im Bereich der Dehnung. Und das Ergebnis mag den einen oder anderen von euch da draußen nicht mehr überraschen, weil ich ja immer wieder gesagt habe, dass die gedehnte Position so wichtig ist. Aber das ist die allererste Studie, die sich explizit die Wadenmuskulatur diesbezüglich angeschaut hat. In jedem Fall konnte die Gruppe, die Teilwiederholungen in der gedehnten Position ausführte, mit Abstand am meisten Muskeln aufbauen. Achte aber darauf, dass du im untersten Punkt hier nicht so rumwippst, sondern pausiere kurz und von der maximalen Dehnung aus gehst du wieder auf eine 0-Grad-Stellung hin. Also chill erstmal 2 Sekunden hier unten, bevor du wieder nach oben drückst. Ein weiterer Fehler, den ich ziemlich häufig sehe, ist die Übungsauswahl. Wie ich dir schon erzählt habe, besteht die Wade aus zwei verschiedenen Wadenmuskeln, dem Gastroc und dem Soleus. Und der Soleus ist nur für eine einzige Bewegung zuständig, und zwar diese Wadenhebebewegung. Der Gastroc macht das zwar auch, aber er hat darüber hinaus noch eine weitere Funktion. Und zwar beugt der Gastroc auch noch das Knie und dementsprechend wirst du diesen Wadenmuskel auch spüren, wenn du Beinbeuger im Sitzen oder auch im Liegen ausführst. Ist das Knie also gebeugt, kann der Gastroc nicht mehr maximal Kraft entwickeln, weil er durch die Kniebeugung schon vorverkürzt wurde. Ist das Knie wiederum gestreckt, wird der Gastroc weiter gedehnt und Soleus und Gastroc können perfekt Kraft entwickeln bzw. maximal getroffen werden. Fokussiere dich also auf Wadenheben mit gestrecktem Knie. Ein weiterer Fehler, den viele machen, die Waden immer nur mit den Beinen zu trainieren. Und das mag für den einen oder anderen sehr, sehr gut funktionieren, aber wenn du persönlich merkst, dass deine Waden sehr schnell regenerieren, das ist nämlich ziemlich häufig der Fall, meistens, weil die nicht so richtig getroffen werden, aber dann musst du natürlich öfter trainieren, um diesen schlechteren Reiz pro Session irgendwie zu kompensieren oder deine Waden regenerieren wirklich richtig schnell. In dem Fall solltest du natürlich auch nicht warten, bis dein Beuger regeneriert, bis dein Quad regeneriert, weil die zwei Muskeln, die brauchen meistens schon ziemlich lange. Und deswegen solltest du deine Wadenmuskulatur immer getrennt sehen, wie jeden anderen Muskel auch. Du musst nicht unbedingt warten, bis deine Beine wieder dran sind. Aber klar, wenn sie wirklich lange brauchen, um sich wieder zu erholen oder wenn du sowieso dreimal die Woche Beine trainierst, dann kannst du auch bei jedem Leg Day Waden hinterher schieben. Und der letzte Punkt, man muss auch nicht unbedingt Waden zum Schluss trainieren. Du könntest auch Waden als erste Übung in deinem Leg Day integrieren, wenn du sie wirklich maximal fokussieren willst. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.